Hallo Freunde, ich bin Onwolf und willkommen bei einer weiteren Folge von World of Tanks Tanks Academy. Heute geht es um einen Schwerpanzer T-29, amerikanischen. Heute zeige ich den Panzer euch in Elite, also voll ausgebautes T-29. Und ja, erstmal scrolle ich runter, also damit ihr die ganzen Daten seht, wie immer halt. So, dann gehen wir zu seinem 3D-Modell, also wie der halt in 3D aussieht, und dann wie immer die Schwachstellen und Panzerung, beziehungsweise Panzerung, keine Schwachstellen. Und noch den Motor zuletzt. So, jetzt gehen wir zu seinem 3D-Modell. Ich zeige euch den 3D-Modell, damit ihr circa wisst, wo wie viel Panzerung ist, wenn ich euch an den T-29 Panzerung zeige, damit ihr wisst ja, wo circa diese Panzerung sein könnte. So sieht unser voll ausgebaute Modell aus. Und wir gehen jetzt zu der Panzerung, Freunde. Ja, so sieht er aus, wenn ich ihn auseinanderbaue. Ich will euch zuerst mal sehen. Nulle Panzerung ist hier hinter der Maske, ist Nulle Panzerung und hier seitlich, wo dieser Ohren, ja, dran sind. Das Problem ist, ich glaube, diese Ohren, das sind einfach nur zum, ja, zum schön aussehen da. Ich glaube, wenn man denen ins Ohren schießt, da bekommt man sowieso keinen Schaden. Deswegen ist es eigentlich nur dazu da, zum Dach zu sein halt. Ne? Jetzt gehen wir zu der 19 Panzerung. Wo hat er unsere T29 19 Panzerung? Ist hier unten, Freunde. Hier, da ist 19 Panzerung und hier hinten. Dann der 20er Panzerung sind die Ketten. Also da ist schon ein Panzerung mehr. Schon 20, da sind Amerikaner, glaube ich, ja, die wollten, dass die Ketten nicht immer so abfliegen. 25 Panzerung ist bei uns hier unten, Freunde. Und wenn ich die Ketten, also die Ketten erstmal abschalte, so sieht man es vielleicht besser. Ja, hier unten halt ist 25 Panzerung und hier oben diese kleine Fleck vom dem Panzer. Ja, ja, diesen Fleck musst du merken. Dann die 30er Panzerung, ja, 30 mm Panzerung, das ist die zwei Flecks hier. Und dann, ja, nirgendwo mehr oder was? Keine Mengenform mehr. So. Nur die zwei Flecks hier. Dann die 38er Panzerung haben wir hier oben, Freunde. Hier und den Kommandantenlücken oben. Dann hier hinten. Das ganze Teil hier. Und hier unten. Also das hier oben, das kann die Art, die sehr bedeutsam sein. Dann gehen wir auf 45 Panzerung, hat unsere Gun, also die letzte Gun, 45 Panzerung hat sie. Dann 51 Panzerung haben wir hier und hier, seitlich hinten. Ja. 51 Panzerung haben wir hier. Hinten, dann ganzer Hinterteil. Und hier so. Ja. Dann 70 ist das hier. Und hier unten. Bei 70 Panzerung. 76 haben wir hier. Also, wenn man so sieht, hier,
hier, dann hier, das vordere Bereich, schon härter gepanzert, der ist schon 70. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel auf Tier 5er seid, ja, und ab und zu mal seitlich schießt und ihr weniger als 70 Durchschlagskraft habt, kommt ihr manchmal nicht durch, weil da sind noch die Ketten im Weg, die den Schaden fressen. Und dadurch kommt ihr ab und zu mal hier vorne nicht durch. Dann versucht mal in den hinteren Bereich zu schießen, da ist weniger Panzerung. Dann, beziehungsweise weniger als 76. Ja. Also dann 80 Panzerung haben wir wo? 80 Panzerung haben wir hier oben, Freunde. Ja. Hier. Die Fleckchen. 100 Panzerung haben wir hier seitlich und hier oben. Dann hier seitlich, also die Seite und die Seite und dann hier oben. Beziehungsweise da ist 101, also 100 Panzerung. Ja, eins hier, eins der, das ist eigentlich nicht so. Dann, ja, 102 Panzerung haben wir hier vorne, Freunde, auf die Maschinengewehrnester. Man sagt, ja, das ist die Schwachstelle, klar. Aber zum Beispiel 102 Panzerung kommt ja auch nicht hier dadurch, ne? Also hier zum Beispiel die Kommandantenlücke und hier hinten, da ist schon 102 mm Panzerung, ja. Also, deswegen, wenn ihr so seitlich schießt, kommt hier vielleicht hier noch durch. Ich, wenn ich zum Beispiel im höheren Tank bin, also der 8er Tank bin, schieße ich immer seitlich, damit ich seine Munitionslager sozusagen treffe. So, dann 127 Panzerung haben wir die ganze Seite hier. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, in den höheren Panzerungen, hier 700, 27 Panzerung durchzuschlagen mit Tier 7 ist ziemlich schwer. Allerdings, das ist machbar. Zum Beispiel mit unseren Tiger 2. Ja, also unser Tiger, beziehungsweise Tiger 1, Entschuldigung. Der Tiger 1, der hat Durchschlagskraft 202, 203, wenn ich mich nicht irre. Und deswegen kommt der eigentlich, also mit Tier 7er Tank, gar nicht schön durch. Man sagt ja, die amerikanischen Tanks, also USA-Tanks, sind ziemlich hart gepanzert in den Punkt. Mit 172, klar, aber nicht für jeden Tank ist es unerreichbar. Also für manche Tanks sind das eigentlich erreichbare Zahlen. Dann unsere ganz härtere Panzerung ist hier vorne von der. Da hat er 178 Panzerung. Jetzt gehen wir zur Schrottpanzerung. Und zwar 76 haben die Ohren. Ja, das sind 76 Panzerung. Aber irgendwie schieße ich immer in diesen Ohren und bei dem kommt kein Schaden durch. Kann sein, dass ich mich irre, dass es nur zum Schöndasein gebaut wurde. Aber wie gesagt, ist meine Meinung, weil ich nicht immer bei dem durchkomme. Dann die 100 Panzerung. 100 Panzerung hat er hinter der Maske, Freunde. Wenn ihr hier seht. Dann 101 Panzerung hat er hier außerhalb und am höchsten hat er 279 Panzerung. War hier, Freunde. Also hier zu schießen, das ist, da kommt sogar der Tiger 1 nicht durch und plus der hat, da muss man rechnen, Freunde, der hat 279 Panzerung vorne. Hinten hat er noch 100 drauf. Und dann erst dann ist da eigentlich keine Panzerung. Ja? Also ich glaube, da kommt sogar mit 300 Panzerung, insgesamt 379,
Da kommt mit Schwierigkeiten sogar unser Objekt. Wenn wir den Objekt in der Maske schießen lassen, da kommt er nicht mal durch. Der Objekt 704. Aber ich kann mich irren. Muss das alles ausprobieren, wie gesagt. So, jetzt gesamte Panzerung. Ja, der sieht irgendwie ganz schön farbenfroh aus. Und hier sieht man besonders gut, wie sich die Panzerung seitlich aufteilt. Ja, also hier so hellgelb, hier schon dunkelgelb, also hier mehr Panzerung. Und ja, Freunde, muss man schon das ganze Panzerung schon kennen, schon wissen, schon merken, beziehungsweise, und wenn ihr das nicht merken könnt, dann zumindestens ja, solche Videos, die ich und vielleicht noch jemand macht solche Videos, dann merkt oder aufschreibt und dann habt ihr halt jeder Panzer so gut wie in der Tasche. Also wenn ihr zum Beispiel, ich habe bis jetzt, also wo ich das angeguckt habe, habe ich gar nicht gewusst, dass hier zum Beispiel mehr gepanzert ist als hier. Und stellt euch vor, ein Tier 5er, der geht ja bis Tier 7er. Ihr seid Tier 5er und T29 steht euch so und dann habt ihr, ja, schießt ihr hier, kommt nicht durch und dann sagt ihr, ja, was ist da los? Da muss ich doch durchkommen, als hier mehr Panzerung da ist. Als hier. Wenn wir nochmal drücken, zum Beispiel hier 70. Dann 76 hier vorne und hinten hat er halt 51. Ja, das sind Welten dazwischen. 20 mm, aber das macht sehr viel aus. Jetzt gehen wir nochmal auf 3D-Modell und jetzt könnt ihr hier seitlich, also um die Hälfte, plus die Ketten, plus dieser Schutzrahmen hier. Das muss man alles mitberechnen. Ne? Naja. Hiermit endet die Folge, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ja, wenn euch gefallen hat, stellt euch mir mal einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und ja, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.